Der Harz hinter den Kulissen. Euer Podcast aus der magischen Gebirgswelt. Glück auf und hallo, ich bin Luca vom Harz Podcast Team und heute zeigen wir euch, wo ihr euer ganz eigenes Harzer Bier brauen könnt. Ich war zu Gast in der Brauakademie Zellerfeld und habe mich mit dem Brauer Siegfried Oppermann unterhalten. Er hat mir erzählt, was es genau mit einer Brauakademie auf sich hat und warum es das dort hergestellte Bier nur vor Ort zu kaufen gibt. Heute bin ich hier in Clausthal-Zellerfeld und ich bin zu Gast in der Brauakademie Zellerfeld. Bei mir ist Siegfried Oppermann, Diplom-Ingenieur und Brauer hier in der Brauakademie. Wir stehen hier in der Brauerei, direkt neben den großen Tanks und Kesseln. Guten Tag, Herr Oppermann. Schön, dass es geklappt hat und dass wir uns heute mal hier über Ihre Tätigkeit und über die Brauakademie unterhalten können. Ja, ich freue mich auch. Guten Tag. Und Sie sind ja nicht der Einzige oder Erste, der hier kommt, aber ich erzähle gerne über alle möglichen Geschichten und jetzt müssten Sie eigentlich nur fragen, was möchten Sie denn wissen? Zuerst würde ich gerne mal wissen, stellen Sie sich doch noch mal kurz vor und berichten Sie mal, wie Sie hier so hergekommen sind, also Ihren Werdegang sozusagen zum Brauer. Also lernen tut man als Lehrberuf ja Brauer und Melzer und das habe ich getan vor über 50 Jahren schon in Sangerhausen, damals Mammutbräu. Dieser und jener aus dem Osten wird es vielleicht noch kennen. Und dann habe ich Lebensmitteltechnologie studiert und habe dann meinen Abschluss gemacht, bin dann zurück nach Sangerhausen bzw. auch in die Brauerei Wippra, die auch hier bei uns im Typisch Harz eine Rolle spielt. Wir sind ja eine von den 5 Brauereien, die unter dem Segel Typisch Harz mitfahren sozusagen. Und die Brauerei, dort war ich lange Jahre, liegt mir immer noch so ein bisschen am Herzen, ist ganz klar. Und nach der Wende bin ich dann nach Eisleben in das damalige die damalige Gasthausbrauerei Reformatorbräu und die wurde dann zugemacht und dann bin ich nach Halle gegangen, Hallisches Brauhaus und dann wurde ich langsam so auch Rentner und dann bin ich hier gelandet aufgrund eines Umzuges, familiär bedingt, hier in der Nähe wohnhaft und habe mir praktisch dann diesen Job, kann man sagen, also diese Beschäftigung gesucht und bin ganz froh, dass ich das noch so machen kann. Und was sind dann die konkreten Aufgaben, die Sie hier haben? Sind Sie jeden Tag auch hier oder nur so ein paar Mal die Woche? Nee, also ich bin zumindest nur 2-3 Mal die Woche hier, je nachdem, was an Bier gebraucht wird. Wir brauen ja eigentlich nur für die Gaststätte. Also wir gehen nicht in den Handel. Unser Kunde ist praktisch die Gaststätte und wir sind also auch Leute einzufangen, die hier auf den Hof laufen. Deswegen ist unsere Tür auch immer auf. Wer möchte, kann auch gerne reingucken und Fragen stellen. Das ist ja so der Hintergrund der ganzen Geschichte, warum das hier auch irgendwann mal entstanden ist. Ja, Sie haben es jetzt schon so kurz angerissen. Also es ist jetzt natürlich keine gewöhnliche Brauerei. Man merkt es auch, wir stehen hier in der Hauptbrauerei, sage ich mal. Das ist ein relativ kleiner Raum. Es ist wirklich so, es heißt ja auch Brauakademie. Was kann man sich denn darunter genau vorstellen? Also das ist ja etwas, was man sonst nicht so kennt. Der Hintergrund war, dass vor 10 Jahren, wir haben ja dieses Jahr unser 10-jähriges Bestehen, damals durch den Chef der Kurbetriebsgesellschaft die Idee geboren wurde, den Leuten mal was Besonderes zu bieten. Und hier war mal in diesen Räumlichkeiten eine Goldschmiede drin und die Goldschmiede wurde zugemacht und dann stand das ein paar Jahre leer und dann ist dann hier, wie gesagt, die Brauerei eingezogen. Eigentlich war der Gedanke ursprünglich eigentlich nur für Touristen zu brauen. Und dann ist aber auch die Gaststätte als Kunde praktisch mit im Spiel gewesen und der Bedarf ist dann angestiegen und angestiegen und angestiegen und wir haben dann praktisch auch recht schnell erweitern müssen, also über den ursprünglichen Plan hinaus haben wir jetzt unsere Kapazitäten erhöht, wobei wir auch kapazitätsmäßig eigentlich an der Grenze fahren. Also im Sommer ist es so, dass wir froh sind, wenn wir eigentlich so einigermaßen über die Runden kommen. Wir brauchen ja technologisch bedingt auch immer eine bestimmte Zeit, bis das Bier reif ist und das schaffen wir. Wir haben auch versucht, die letzten Jahre da ein bisschen zu investieren und die Kapazitäten zu erhöhen. Also der Grundgedanke war, den Touristen was zu bieten und da hat sich der Name Brauakademie angeboten, weil eben auch Wissen vermittelt werden sollte. Das war so der Hintergedanke. Ich verstehe. Und der Begriff Akademie vermittelt irgendwie auch den Eindruck, dass man hier auch so eine Art Zertifikat machen kann. Ist das so? Also wie läuft das hier ab, wenn ich jetzt hier das Brauen mal selber machen oder lernen möchte?
Also wir bieten drei Sachen an. Einmal eine ganz einfache Geschichte, das ist praktisch hier eine Führung in dem Sinne, dass wir den Leuten ganz kurz erzählen, wie Bier gebraut wird und auch ein bisschen zur Geschichte des Zellerfelder. Wir sind ja hier in Zellerfeld, des Zellerfelder, aber Kloster Zellerfelder Bierbrauens. Und das dauert ungefähr so eine halbe, dreiviertel Stunde. Da gibt es auch ein Getränk mit dazu. Und das ist die niedrigste Stufe, sage ich jetzt mal so. Und die nächste Stufe wäre dann das Zellerfelder Bierdiplom, wie der Name schon sagt, ein Diplom, das dann verbunden ist auch mit einer Prüfung. Dort wird vermittelt, wie Bier gebraut wird, ein bisschen Geschichte. Dazu gibt es auch eine Versorgung in der Gaststätte mit Essen und auch mit Trinken natürlich, das gehört auch mit dazu. Dauert ungefähr so 2,5-3 Stunden und ist eigentlich auch sehr gut geeignet für Gruppen, die relativ schnell mal so eine Veranstaltung durchziehen wollen. Und dann bieten wir als nächste Stufe das Zellerfelder Brauseminar. Das teilt sich wiederum in zwei Geschichten. Eine Geschichte ist relativ neu dazu gekommen und das Seminar geht eigentlich über den ganzen Tag. Wir brauen Bier, also vom Anfang bis zur Herstellung der Würze. Also das Bier ist noch nicht fertig, das dauert hier ungefähr 8 Wochen. Aber die Herstellung der Würze hier über den ganzen Tag, das dauert ungefähr so 8-9 Stunden. Geht um 11 los, ist gegen 18 Uhr zu Ende mit Vollversorgung über den ganzen Tag und das endet dann auch mit einem Zertifikat, mit einer Mappe und die Leute können dann praktisch nach 8 Wochen auch ihr eigenes Bier in einer bestimmten Größe, 2-Liter-Siffung hier abholen und können das dann zu Hause verkosten. Die nächste Geschichte, analog dieses Seminars, ist eine neue Sache, die seit 2-3 Jahren praktiziert wird. Und zwar die Möglichkeit für Leute, die zu Hause brauen wollen. Sie wissen ja, im Prinzip seit ein paar Jahren gibt es diese Kraft-Bier-Geschichte, die aus Amerika hier nach Europa geschwappt ist und wo viele Leute dann ihr eigenes Bier dann auch brauen wollen. Wir bieten das auch an und zeigen den Leuten dann, wie man mit relativ einfachen Mitteln, ich sage jetzt mal grob gesagt mit Kochtopf und mit ein paar anderen Sachen dazu, zu Hause Bier brauen kann. Das geht auch über den ganzen Tag und dort ist auch immer die Hilfe dabei, dass die Leute auch hier anrufen können und uns fragen können und auch Materialien hier kaufen können. Das ist alles kein Thema. Wir sind froh über jeden, der da Interesse zeigt und ich muss dazu sagen, wir haben Glück hier in Zellerfeld, dass wir hier als Partner die Versuchsbrauerei der TU in Kloster haben und dort ist der Professor Endre sehr tätig und ordentlich tätig und auch ordentlich unterwegs und hilft uns da sehr und er hat auch manchmal sehr gute Ideen und bietet vor allen Dingen auch die materielle Grundlage für bestimmte Sachen, die man sonst als normale kleine Brauerei gar nicht machen könnte. Da sind wir also schon sehr dankbar. Und wenn ich jetzt hier mein individuelles eigenes Bier braue, kann ich dann auch so ein bisschen selber entscheiden, wonach das schmecken soll oder in welche Richtung das gehen soll? Also wir haben ja alle möglichen Anfragen und wir bieten das ja auch an, alle möglichen Anfragen über alle möglichen Sonderbiere, die es so gibt. Also ich sage jetzt mal, ein Bier ohne Hopfen, das ist dieses Gutbier, was im Mittelalter eigentlich auch schon immer gut sind Kräuter, die Kräutermischung. Und da haben wir also auch schon Anfragen gehabt für Leute, die eben keinen Hopfen wollten, aus bestimmten Gründen, das haben wir gemacht. Dann haben wir natürlich auch so, ich sag mal, Witbiere, das sind also belgische Weißbiere, mit verschiedenen Zutaten, die sich für den deutschen Biertrinker ein bisschen exotisch anhören, mit Pomeranzenschalen und Koriander und Pfeffer und was weiß ich. Das machen wir dann schon. Man muss natürlich nur gucken, unsere Großanlage in Anführungsstrichen, da können wir im Prinzip ungefähr 150 Liter als Minimum anbieten. Also da müssten die Leute schon diese Menge dann auch mit ordern. Und die Kleinanlage, die wir als Hausbrauanlage nutzen, da können wir ungefähr so 25 Liter herstellen. Das ist dann kein Problem. Also man müsste sich dann vorher einig sein, möchte ich nur die 25 Liter, das geht ja ohne weiteres, oder muss ich die 150 Liter mindestens machen? Was sind denn so die einzelnen Schritte, in denen hier das Bier hergestellt wird? Und was passiert vor allen Dingen damit, wenn es fertig ist? Sie hatten schon gesagt, es dauert dann 8 Wochen, bis man es abholen kann. Was passiert damit auch in der Zwischenzeit?
Also wir brauen ganz normal wie in jeder anderen Brauerei auch. Die Grundlage ist ja immer in Deutschland das Reinheitsgebot. Wobei ich nicht so ein Fetischist bin und sage, es muss immer danach gehen. Man kann ja auch andere Stoffe mit zusetzen. Das macht die ganze Welt eigentlich so. Und da entstehen auch sehr interessante und auch sehr gute Biere. Und wir machen praktisch den ganzen Schritt ganz genauso, wie gesagt, wie in der Großbrauerei. Die ganze Technologie ist dieselbe. Also das Maischen zuerst, das Läutern, Würze kochen, Hopfengabe, die Gärung unterteilt in Hauptgärung und Nachgärung. Und wie gesagt, das funktioniert alles ganz genauso wie in den anderen Brauereien auch. Sie müssen sich nur vorstellen, wir sind, ich sage mal, die Spielzeugeisenbahn und die großen Brauereien, diese Monsterbrauereien, das ist praktisch dann die riesengroße Bahn. Die fahren auf riesengroßen Schienen und wir fahren auf diesen ganz kleinen. Wir haben aber auch Räder und wir rollen auch. Natürlich nur mit, wie gesagt, kleineren Mengen. Und wenn das Bier fertig ist, dann wird es hier gelagert, oder? Es wird, also das Bier lagert hier bei uns erstmal grundsätzlich, wie gesagt, so die, um die 8 Wochen. Und wir unterscheiden uns ja von diesen Großbrauereien dadurch, dass wir das Bier nicht filtrieren. Also unser Bier ist naturbelassen. Dadurch ist es auch nicht so lange haltbar. Und wir sagen immer so nach 4 bis 6 Wochen, je nach Lagertemperatur und Sonneneinstrahlung, sollte man es schon getrunken haben. Also wir machen alles mit der Hand, also auch die ganze Flaschenabfüllung und auch die bestellten Partyfässer oder Dosen. Wir haben ja auch 5 Liter Dosen und auch kleinere, die Binde, 10, 15, 20, 30 Liter, die wir den Kunden anbieten, die ja hier abholen können. Wir bieten dazu auch bestimmte Zapftechnik, das ist alles kein Problem. Dazu muss ich vielleicht noch ergänzen, dass wir sehr gut zusammenarbeiten, auch mit der Brauerei in Altenau, die uns die Flaschen waschen und auch die Fässer waschen. Das ist eine erhebliche Arbeitserleichterung und da sind wir auch sehr dankbar. Zu welchen Anlässen wird denn hier oder zu welchen Anlässen kommen die Leute hierher und brauen hier? Das gibt es ja bestimmt viele verschiedene Anlässe, die sich die Leute dann nehmen, um hier mal sowas Besonderes zu machen. Also wir bieten immer an im Gespräch, ihr könnt Bier brauen für alle Anlässe, also die Hochzeit, Scheidung wegen der Kindstaufe, alles was so machbar ist oder Feuerwehrfest oder Schützenfest, das ist alles machbar. Das Skurrilste war vielleicht mal im vorigen Jahr, dass ein Bar aus der Gegend ein Hochzeitsbier für sich selber brauen wollte. Das war auch, wie gesagt, ein Kräuterbier, aber auch mit Hopfen diesmal. Und das hat eigentlich auch ganz gut geschmeckt, muss ich sagen. Und die haben das praktisch für ihre eigene Hochzeit gebraut. Neben der Akademie wird ja hier auch standardmäßig Bier gebraut, was Sie hatten ja schon gesagt, hier für die Gaststätte auch nebenan. Wie viele verschiedene Biersorten machen Sie denn da oder stellen Sie denn da her? Also wir haben grundsätzlich immer 2 Sorten im Standard Ausschank. Das sind also unsere Sorten, die wir von Anfang an schon so durchziehen. Wir haben uns ja überlegt, als wir angefangen haben, was machen wir denn für Bier? Und mein damaliger Mitstreiter Richard Schulze, der hier aus Zellerfeld stammt und einer der letzten Braulehrlinge war hier in der Zellerfelder Brauerei, der hat als ordentlicher Schüler sein Berichtsheft noch aufgehoben und dann haben wir mal nachgeguckt, was stand denn da so drin und haben dieses Bier nachempfunden. Man kann das also nicht so 1:1 nachbrauen, aber unser Bier soll also nicht so hell sein, nicht so bitter sein, es soll mild sein, es soll rund sein. Natürlich ist uns auch bewusst, dass wir nicht jeden Geschmack treffen, das kann man wahrscheinlich auch gar nicht, aber das sind also so ein paar Grundlagen, die wir hatten und das haben wir durchgezogen mit einem hellen Bier und einem dunklen Bier. Das dunkle Bier ist eigentlich mehr schon ein Schwarzbier, aber bei uns im Sprachgebrauch sagen wir immer hell und dunkel. Und dazu kommen dann auch noch immer so ein paar Sonderbiere. Unsere Gaststätte hat 4 Hähne und ein Hahn ist eigentlich immer noch belegt dann mit einem, ich sag mal, Fruchtbier. Das darf eigentlich nicht Bier heißen, wird auch nicht Bier benannt bei uns. Das ist praktisch eine Mischung aus Bier und Fruchtsaft. Und das ist damals zustande gekommen, weil die Kurbetriebsgesellschaft, wir sind ja praktisch ein Teil dieser Kurbetriebsgesellschaft, mit Blick auf den Kräuterpark in Altenau gesagt hat, Leute, wir haben hier den Kräuterpark, guckt mal, dass wir ein paar einheimische Früchte mit ins Bier reinbekommen. Da haben wir damals mit Heidelbeer angefangen, sind aber jetzt bei Johannisbeer gelandet und Erdbeer, Johannisbeer aber eigentlich vordringlich, weil die Johannisbeer ist eigentlich nur ein guter Geschmacksbringer, also er bringt das
dann schon ein ganz gutes Aroma. Und man muss sich aber bewusst sein, dass das im Prinzip kein Johannisbeersaft oder Fruchtsaft ist. Es soll ein Bier in Anführungsstrichen bleiben, also auch immer noch eine bestimmte Bittere haben. Und ja, das bieten wir eigentlich immer an. Und da gibt es eigentlich auch, sagen wir mal, unterschiedliche Reaktionen. Manche finden es ganz gut, manche möchten es gar nicht. Also das sollte eben auch dazu dienen, unsere Biere, dass die zur Diskussion anregen und vielleicht auch ein paar Anregungen für uns bringen. Wir haben also, wie gesagt, dann immer das Gespräch auch mit dem Kunden, da sind wir auch ganz froh drüber und dass wir da so ein bisschen so eine Rückmeldung bekommen, was ankommt und was nicht ankommt. Und die dritte Sorte, die eigentlich dann immer läuft, die ist sehr unterschiedlich. Also wir haben da schon, mit obergärigen Hefen experimentiert, norwegischen Quaik- oder Quäkhefen oder zum Beispiel habe ich jetzt letztens eingebraut ein helles Bier, ein untergäriges Typ Pilsner mit frischen Hopfen, Bier vom Feld kommt, also nicht getrocknet, gar nicht, also praktisch gepflückt und ins Bier. Und das schmeckt meiner Meinung nach auch sehr interessant, ist aber mit einem relativ hohen Aufwand verbunden und wir sind eigentlich gerätetechnisch gar nicht drauf eingestellt und werden das wahrscheinlich auch nicht nochmal machen. Wir haben es probiert und wir sind eigentlich ganz zufrieden. Wir wissen, wie es geht, könnten es zur Not auch nachbrauen, aber wie gesagt, wir wechseln da immer mal, da gibt es ein Bockbier oder Märzenbier oder was weiß ich, alles Mögliche. Wir brauen auch zum Beispiel für Leute, die einen größeren Geburtstag haben, irgendein Sonderbier, das ein helles Bier, was weiß ich, besonders mild oder ein dunkles, was besonders bitter ist, das kann man alles machen in Absprache mit uns. Alles kein Problem. Und wenn ich jetzt, ich sehe hier rechts von uns stehen so ein paar größere Flaschen hier von der Brauakademie auf dem Balken. Wenn ich jetzt keine größere Menge brauche, sondern nur so als Andenken sozusagen hier mal so 1-2 Liter mitnehmen will, kann ich die dann hier exklusiv hier in der Gastronomie, hier auch in der Gaststätte auch erwerben oder gibt es die auch noch irgendwo anders zu bekommen? Nee, unser Bier gibt es nur in der Gaststätte. Wir gehen nicht in den Handel. Ich hatte ja am Anfang schon erwähnt, unsere Kapazität ist irgendwo auch begrenzt. Und wir füllen ab, auch in 1 Liter Binde. Das ist also auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das ist aber dem geschuldet, dass wir alles mit der Hand machen. Wenn wir jetzt praktisch, das leuchtet ja jeden ein, wenn wir praktisch 1/3 Liter abfüllen würden, das ginge ja auch, müssten wir im Prinzip 3-mal die Tätigkeit machen, um 1 Liter abzufüllen. Und somit haben wir das ein bisschen, sagen wir mal, rationalisiert. Und dazu gibt es auch einen 2-Liter Siphon. Den bieten wir an, eine 5-Liter Dose und wie gesagt andere kleine Binde, 10, 15, 20 Liter Fässer, die man also hier bestellen kann. Also außer dem 1-Liter Gebinde ist alles, bitte alles vorher bestellen und das läuft eigentlich über die Kurbetriebsgesellschaft in Altena, beziehungsweise auch könnte man hier in der Biermünze anrufen, das ist also praktisch unser Partner, die Gastronomie. Und die nehmen dann die Bestellung auf und geben die dann weiter. Man kann das dort auch abholen, weil ich auch nicht jeden Tag hier bin. Ich bin also 2-3 Mal die Woche hier und die Gaststätte hat außer Montag jeden Tag auf und ist also dadurch besser erreichbar wie die Brauerei, sage ich jetzt mal. Wie viel Bier brauen Sie denn hier so im Monat, sage ich jetzt mal? Also im Monat ist das ganz unterschiedlich, im Sommer deutlich mehr. Ich sage jetzt mal so im Jahresschnitt etwa so 180 Hektoliter. Das ist unsere Jahresmenge und wie gesagt, im Winter haben wir mal kapazitätsmäßig noch ein bisschen Luft nach oben, im Sommer nicht. Und wir haben auch manchmal Anfragen von Gastronomie hier rundherum, aber wir haben das bis jetzt immer abgelehnt, weil wir im Sommer, wo der Bedarf eigentlich am größten ist, also einen anderen Partner auch gar nicht versorgen können. Das wollen wir dann auch gar nicht machen. Und so ist das bis jetzt, hat sich so entwickelt. Bei so einer Tätigkeit hier in so einer Brauakademie, wo man auch regelmäßig mit Menschen zu tun hat, die hier selber was machen können, erlebt man bestimmt auch viele kuriose und lustige Sachen. Hätten Sie da mal irgendwie eine Geschichte, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist aus Ihrer Laufbahn hier in der Brauakademie? Also ich muss sagen, wir haben ja jedes Jahr, ich sage jetzt mal 30, 40, 50 Veranstaltungen und da sind alle möglichen Leute dabei. Und da können Sie sich ja vorstellen, dass da auch Leute dabei sind aller Art. Ja, also es gibt sehr positive, 99% der Leute sind alle recht positiv. Und es gibt natürlich aber auch manchmal welche dabei, die also, naja, da muss ich mal vorsichtig ausdrücken, die dann ein bisschen komisch sind. Und da gibt es eben die tollsten Sachen. Und manche Leute haben ja überhaupt keine Vorstellung, wenn die hier reinkommen in die Brauerei, was denn hier so abläuft. Und da gibt es dann manchmal so ganz komische Fragen und Bemerkungen. Und dann versuchen wir dann, das ein bisschen darzustellen und ein bisschen klar
darzustellen auch, was alles so geht, was der Brauer so macht. Und wir haben ja hier zum Beispiel, wenn wir einmalchen, wir schroten unser Malz in Säcke. Und wenn ich zum Beispiel sage, den Sack in die Pfanne schütten oder kippen, da hatte ich schon mal einen dabei, da wollte ich den ganzen Sack reinschmeißen mitsamt dem Schrot. Das ist natürlich, da haben wir ein bisschen außerhalb der Praxis. Und das haben wir dann also, da haben wir alle gelacht, aber es war eben so als Beispiel nur mal. Und mir fällt jetzt nur ein, dass die meisten Leute, die dann hier waren, uns auch relativ, sagen wir mal, treu bleiben und uns immer mal wieder ansprechen. Ich muss dazu sagen, durch die vielen Veranstaltungen lerne ich auch viele Leute kennen. Aber ich muss mich jetzt schon mal entschuldigen, wenn ich nicht jeden sofort erkenne und sage, du warst vor 5 Jahren schon mal am Ostersonntag hier. Ich sage immer, ergebt euch zu erkennen und dann ist alles gut. Ja, also das ist diese Geschichte so rundherum. Ja, sehr schön. Vielen Dank, Herr Oppermann, dass Sie uns heute mal einen kurzen Einblick hier gewährt haben in die Brauakademie. Ich hoffe, unsere Zuhörer kommen auch hier zahlreich mal her und versuchen sich selber mal am Bier brauen. Und wie gesagt, Sie sind ja auch immer offen als Ansprechpartner für interessierte Menschen. Vielen Dank. Und das ist vielleicht nochmal ein Hinweis, bitte alle Anmeldungen über die Kurbetriebsgesellschaft mit Sitz in Altena zu machen. Dort sitzt die Frau Schmidt, die hat unseren Terminkalender und die koordiniert die ganzen Geschichten. Das ist mal ganz wichtig. Wir haben uns rausgehalten, also die Gaststätte und auch ich, bei Terminabsprachen, wenn wir an 3 Stellen Terminkalender führen, da kommt alles durcheinander. Und so haben wir uns geeinigt, dass die Kollegin, die Frau Schmidt, das alles macht und die macht das sehr ordentlich und sehr nett und dann können Sie sich vertrauensvoll dorthin wenden. Ja, wunderbar. Also vielen Dank fürs Gespräch und noch viel Erfolg und Spaß in der Zukunft hier. Danke. Ja, danke. Ich habe mich gefreut. Wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid und auch Lust habt, mal euer eigenes Bier zu brauen, findet ihr alle Informationen unter www.brauakademie-zellerfeld.de. Weitere Blicke hinter die Kulissen des Harzes findet ihr ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Noch mehr spannende Geschichten und alle Informationen zu eurem Harzurlaub gibt's unter www.harzinfo.de.